Hartz IV, das ist ein Thema, das von vielen Leuten ungern diskutiert wird. Jetzt hat die Bundesregierung beschlossen, die Leistung zu erhöhen. Das klingt zunächst erfreulich, doch wer genau hinsieht, wird stutzig. Der Satz steigt um gerade mal 8 Euro. 432 Euro beträgt dann der sogenannte Regelsatz. Und von diesem Satz muss alles bezahlt werden, außer den Miet- und Heizkosten. Die Diakonie in Niedersachsen hat die 8-Euro-Erhöhung jetzt kritisiert. Ich bin verbunden mit deren Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke. Herr Lenke, 432 Euro Regelsatz, das ist nicht viel. Ist in dieser Summe denn wirklich alles an Kosten berücksichtigt, was im Alltag anfällt? Natürlich nicht. Das ist ja auch die Kritik, die wir als Diakonie an dieser Stelle äußern. Sie haben beispielsweise völlig unzureichend in diesen Regelsätzen abgebildet, die Erneuerung von Elektrogroßgeräten. Sie wissen, wie das ist. Eine neue Waschmaschine oder eine gebrauchte Waschmaschine muss her. Das ist natürlich in den Regelsätzen völlig unzureichend abgebildet. Ähnliches gilt für so Anschaffungen. Es gibt eine sehr detaillierte Liste, in der kleinteilig gegliedert ist, was nun dort enthalten ist. Da sind dann Schnittblumen. Das meint aber auch, da ist zum Beispiel das Adventsgesteck oder der Weihnachtsbaum enthalten. Das ist aber völlig praxisfremd. Für das Geld kriegen Sie nicht mal ein Bäumchen. Jetzt ist ja Hartz IV eine aus Steuern finanzierte Leistung. Sollte man vor diesem Hintergrund die Kosten nicht eher niedrig halten? Naja, man hat ja bei Hartz IV von Anfang an gesagt, das ist ein Programm, das fördert und fordert beides. Und deswegen sind die Sätze ja auch so niedrig, wie sie niedrig sind. Natürlich muss man mit Steuergeldern sachgerecht umgehen. Wenn man allerdings zu dem Ergebnis kommt, wie es die Diakonie Deutschland nun ja getan hat, dass bei einem Regelsatz von 432 Euro sich eine Lücke auftut von 160 Euro, dann ist das ja doch so erheblich, dass der Sparsamkeit da mehr als Genüge getan ist. Man wird ja im Gegenteil sagen müssen, das Geld reicht nicht aus. Und das hat man ja auch gemerkt jetzt in der Corona-Krise. Sie haben ja in Anführungszeichen normalen Zeiten die Möglichkeit, in der Kindertagesstätte zu essen oder an der Schulverpflegung teilzunehmen. Das war ja alles nicht möglich. Und da hat dann wirklich Geld im konkreten Alltag gefehlt. Was sollte man denn Ihrer Meinung jetzt tun, um diese Sätze zu einer wirklich existenzsichernden Leistung zu machen? Was fordern Sie? Wir müssen ja auch uns als lernfähige Gesellschaft erweisen. Wir haben jetzt gesehen, in der Corona-Krise, dass die Kinder aus einkommensschwachen Verhältnissen überproportional stark abgehängt gewesen sind. Homeschooling war in dieser Zeit für diese Kinder kaum möglich. Teilweise war überhaupt kein Internetzugang da. Teilweise gibt es nur ein Endgerät in einer Familie. Und wenn wir das nicht wollen, dass Kinder aus einkommensschwachen Verhältnissen abgehängt werden, dann müssen wir an dieser Stelle nachjustieren. Wir haben ja dieses Bildungs- und Teilhabepaket mit 150 Euro im Monat. Davon können Sie aber kein Endgerät kaufen, keinen entsprechenden Breitbandanschluss finanzieren. Also ich glaube, wir werden auch mal ganz grundsätzlich auswerten müssen, was hat uns die Corona-Krise gelehrt? Und ein Thema, das wir schon lange haben, sind die Regelsätze in der Zusammensetzung wirklich dem Alltag eines einzelnen, alleinlebenden Menschen oder einer Familie angemessen? Es geht gar nicht darum, jetzt die Kosten wahnsinnig hochzutreiben, sondern es muss nachvollziehbar, es muss transparent sein. Und das heißt natürlich auch, man wird dann eben mit den Verantwortlichen ins Gespräch treten müssen. Wie bilden wir den Alltag eines Menschen auch monetär entsprechend ab? Welche Möglichkeiten hat denn die Diakonie, da jetzt auf die Höhe der Regelsätze einzuwirken? Der Bundesverband ist in Berlin im politischen Diskurs dazu. Wir nutzen unsere Kanäle auch, um in der Politik das einzusprechen. Es ist aber Bundesgesetzgebung. Das können wir als Land nur flankieren. Das tun wir aber gerne.
Die Diakonie Niedersachsen fordert, die Hartz-IV-Sätze neu zu berechnen. Das war Ihr Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.